Unser Auto war jetzt 2 Jahre in Afrika, in Südafrika besonders, Namibia, Botswana. Und wenn man so 25.000 Kilometer durch diese Straßen und dieses Gelände gefahren ist, dann kommt auch irgendwann einmal die Zeit, wo das Fahrzeug wieder etwas mehr Pflege bedarf. Wir hatten zwar das Übliche wie Öl nachsehen, vor allen Dingen auch in den Vorgelegen, was aber immer stimmte dank der vorgelegenen Entlüftung, Motoröl, was bei 5.000 Kilometern noch nicht mal 1 Liter betrug. Alles das vorgenommen. Aber irgendwann war die Inspektion größer. Auch hatten wir natürlich immer den Kühler etwas gereinigt, denn da findet die ganze Natur ihren Platz von Insekten, Blüten und Staub. Aber jetzt war irgendwann doch eine Undichtigkeit am hinteren Achsantrieb aufgetaucht. Ich hatte dann aus Deutschland bereits die entsprechenden Kassettendichtringe aufgepresst und ein kleines Sonderwerkzeug dafür gebaut, was ich mitgebracht hatte. Das war dann einer der Gründe, warum einmal das Rad abgebaut wurde. Und wenn das Rad abgebaut wird, dann kommt man auch gut an die Bremsanlage. Die sollte dann auch gleichzeitig überholt werden. Aber zuerst war einmal die Dichtringaktion zu bewältigen. Der Auseinanderbau ging relativ einfach. Da ich jetzt auch dieses Hilfswerkzeug mitgebracht hatte, wurden zuerst diese Hilfsbolzen eingesetzt. Dann war es einfach, diese Platte mit dem neuen Kassettendichtring, die wesentlich dichter sind, aufzusetzen. Und die mitgebrachte, na, wo ist sie denn? Komm. Montageplatte wurde aufgeschoben und dann wird das mit drei Muttern versehen und schön langsam gleichmäßig in das Gehäuse eingesetzt. Aber das habe ich irgendwo anders ausgiebig beschrieben. Ich habe es nur hier der Form halber nochmal reingebracht, einfach um zu sehen, warum sind wir an der Hinterradachse. Und die Hinterradachse, wo sie so weit offen war, konnte man natürlich sofort die Bremsbeläge kontrollieren. Und die sahen gar nicht so gut aus. Hier sieht man, wie schön das einzupressen ist. Durch den Absatz ist auch die richtige Tiefe genau, wie es sein soll. Aber jetzt kommen wir zur Bremse. Ich habe dann die Bremsanlage vorne und hinten sofort kontrollieren lassen. Die Beläge waren nicht auf Null, aber es hätten noch 5.000 Kilometer gereicht, dann hätte ich es machen müssen. Die Vorderradbremse hat zwei Zangen. Die Hinterradbremse hat nur eine Zange. Erst werden dann mal die Beläge herausgewirkt und die Kontakte, die eben den Bremsbelagstand anzeigen, abgebaut. Dann sollte man das alles mal richtig wieder sauber machen. Wer so ein Auto fährt, sollte selber wissen und die Ahnung haben, wie man Bremsklötze wechselt. Darum wollte ich es hier gar nicht so genau beschreiben, sondern mir ging es hier mehr um die spezielleren Sachen. Wir haben zum Beispiel, da die Bremsscheiben alt waren, die Kanten etwas angefasst. Und dann diese kleinen Zwischenscheiben, die ein Quietschen verhindern sollen, die werden schön ganzflächig mit Kupferpaste eingerieben. Dass hier so viele Leute rumrennen, das muss man verstehen. Da ist nur in Wirklichkeit ein Geselle und 4 oder 5 sogenannte Lehrlinge. Die werden mehr oder weniger vom Staat dazu gezwungen, eine Lehre anzufangen. Und die Betriebe werden dazu angehalten, wenn sie staatliche Aufträge haben wollen, dass sie auch eine entsprechende Anzahl von Leuten ausbilden. Beide Seiten sind da nicht so sehr mit glücklich. Der eine muss eine Ausbildung machen und der andere muss ausbilden. Jemanden, der meistens nicht so richtig motiviert ist. Die Besonderheit für mich war an und für sich mehr die Hinterradbremsanlage, weil da gleichzeitig die Handbremse mit dran ist. Und da muss man ganz genau einstellen. Was wichtig ist, man muss wissen, wo hat man die Einstellung vorzunehmen. Die Hinterradbremse hat nur eine Zange. Die Einstellung der Bremsklötze ist an zwei Stellen vorzunehmen. Hier ist die Kontermutter zu lösen und dann mit einem Innensechskant kann man die
Anlage des Bremsklotzes einstellen. Und das hat mit einer Fühlerlehre zu geschehen. Die Fühlerlehre sollte 0,25 stramm sitzen, 0,30 nicht mehr reingehen. Hier werden dann immer so diese Bremsklötze zurückgedrückt, damit man das auch genau dann nochmal probieren kann. In der ersten Werkstatt, wo ich war, die hatten überhaupt keine Ahnung davon und haben mir 2 mm eingestellt. Und als ich die Handbremse dann einmal brauchte im Berg und schon beim Aussteigen war, lief mein Fahrzeug auf einmal weg. Die Handbremse hatte null Wirkung. Von der Innenseite ist diese Einstellung etwas versteckt. Wir haben da die Endlüfterschraube, von der Innenseite ist sie sichtbar, den Handbremshebel und darunter sitzt dann eine größere Schraube. Sie sieht dann so aus, als wäre das eine Ablassschraube, ist sie aber nicht. Sobald man sie rausdreht, stellt man dann fest, da ist der Innensechskant, den man benötigt, um den Bremsklotz von innen einzustellen. Und das ist sehr wichtig, wie ich dann festgestellt habe. Deshalb, das muss mit Verstand gemacht werden. In Kamajap gibt es einen Fachmann für Unimog. Er hat als Lehrling die Ausbildung bei Unimog begonnen, hat seinen Meister gemacht und irgendwie hat ihn die Liebe nach Namibia verschlagen. Lars Falkenberg. Ich denke, dem könnt ihr euch anvertrauen und er hat auch viele Ersatzteile. Nach dem Einstellen der Bremsklötze, alles nochmal sichern, oben die Kappe drauf und vor allen Dingen die Einstellschrauben auch nicht vergessen. Die müssen gekontert werden, damit die alle auch wieder richtig sitzen und dass sie sich nicht lösen. Ich persönlich ziehe es vor, immer die Werkstattarbeiten zu beobachten und zu sehen, was gemacht wird. Denn oft habe ich festgestellt, man hat nicht die Ahnung von unseren Fahrzeugen. Im Vorgelege arbeiten, Öl läuft dort raus und dann nur im Hinterachsantrieb nachfüllen. Das hätte der Tod von meinem Vorgelege bedeutet. Lars würde ich da als Ausnahme sehen. Er weiß, was er macht. Und wenn ihr weitere Informationen haben wollt über den Ausbau eines Expeditionswohnmobils, dann schaut mal auf unserer Seite www.ubelix.de. Ich habe auch einige Teile, die es nicht so zu kaufen gab, angefertigt wie die vorgelegene Lüftung. Bei uns gibt es auch den Faltenbalk für einen Durchgang von vorne nach hinten oder der Kassettendichtring oder Treppen und so weiter. Wenn euch diese gesamte Information, dieser Film gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Wir freuen uns darüber. Schöne Grüße, Peter und Conny.